Was sagen Sie zu dem Hotel? Ich hoffe, dass das jetzt ein Signal ist für viele Leute, die mehr Mut haben und sich nicht mehr verstecken als Schwarzfahrer, sondern das Signal ist relativ klar. Mit Karte geht, aber ich kann nur empfehlen, das war ja, ist ja hier auch ganz klar noch viel eindeutiger, demonstrativ mit Flugblättern und das massenweise Schwarzfahren, dann kriegen wir das Fahrkartensystem auch zum Einsturz. Okay, was hat das Urteil für eine Bedeutung für Sie und für Ihre Schwarzfahrdebatte? Machen Sie weiter? Ja, jetzt hast du recht. Das wäre eine ziemlich komische Idee, dass wir sagen, jetzt habe ich nicht Wahlspruch, das war mein Ziel. Weil mein Ziel ist, dass der Nahverkehr, Bus und Bahnen für alle Menschen frei sind. Und unsere Aktionsschwarzfahrten sollten das Thema bringen, sollten Korridore frei machen. Es ist jetzt relativ klar, es gibt eine Variante, straffrei schwarz zu fahren. Und dazu würde ich auch aufrufen, eben mit Schild und mit Flugblättern. Aber wir werben jetzt nicht mehr für das straffreie Schwarzfahren, sondern eben dafür, dass der ganze Bus- und Bahnverkehr ohne Fahrkarten möglich ist. Für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass Sie damit durchkommen? Wir leben im Kapitalismus, da halte ich nichts dieser Art für irgendwie wahrscheinlich. Aber auch die unwahrscheinlichen Dinge müssen halt durchgekämpft werden. Es wird am Ende an uns liegen. Wer hätte vor 10 Jahren gesagt, dass wir die AKW-Technik in Deutschland besiegen? Sie ist besiegt, das machen wir jetzt mit den Fahrkarten auch.